Das ist halt dann auch nicht mal so schnell getan. So, dann nehmen wir jetzt hier mal das Auto. Und dann geht's los zur Kampagne. Oh, wartet. Wir nehmen mal das Auto da. Das sieht doch viel geiler aus. Wir müssen nicht immer die Gammelkarren nehmen. Boah, wieso läuft auch vor meine Karre? Spast. Bei dem wir halt so Verbrechen bekämpfen, wird halt unser Ruf wieder besser. Ich glaube, das machen wir auch, aber irgendwann mal. Jetzt habe ich gerade keinen Bock darauf. Alter, wie das Auto gleich brennt, wie geil. Wir sind hier schon solche Zerstörer-Menschen. Wenn wir irgendwo einen Geldautomaten sehen, könnten wir da ja mal halten. Da vorne ist ein Geldautomat. Wow. Ja, wo ist ja der Geldautomat? Ich glaube, der ist irgendwo da drüben. Muss doch irgendein Geldautomat sein. Unser Auto schon ein bisschen kaputt. Aber was soll's. Hä? Hier ist doch so ein Geldzeichen. Hm. Gehen wir nochmal nach da hinten. Das Auto brauchen wir jetzt eh nicht mehr nehmen. Ist jetzt eh kaputt. Ach, hier ist nur so ein Ding da. Ich hab gedacht, hier wäre ein Geldautomat. Ach, das zeigt gar nicht die Geldautomaten an. Ach so. Schlechtes Karma. Was hat der denn? Weil ich ein Anrempel gehöre, ich in die Klapsmühle oder was? Lol, auf geht's nach da vorne. Oh, guck mal, Wasser. Way. Oh, bei der Hitze jetzt mal hier so einen geilen Springbrunnen durchlaufen. Das wäre jetzt echt was. Jetzt nämlich extrem heiß heute. Sand im Getriebe. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Okay, dann suchen wir jetzt mal die Helena. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Oh, sorry. Wo ist das Mädchen? Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte, perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DadTrack, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Okay, Helena. Nun zu dir. Okay. Wie hacken wir die? Nicht von Angelo Tucci. Abschluss mit Summa Cum Laude.
können wir denn jetzt hacken? Okay, jetzt können wir es hacken. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Okay. So, jetzt wird angerufen. Ja. Onkel Envy. Elena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. So, jetzt haben wir ihn. Wo bist du? Sie. Oh, ist es eine Sie oder? Da bist du ja. Ach so, das. Ach, jetzt verstehe ich. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport. Das ist. Ach so, okay. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. So, jetzt holen wir uns erstmal hier eine neue Karre. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis. Okay. So. Gut. Die Route ist gar nicht markiert. Markieren wir sie nochmal. So. Let's go. Jetzt müssen wir ihn vor dem Gefängnis abfangen. Den Angelo Tucci, oder wie der heißt. Tuck, keine Ahnung. Wieso ist denn die gelbe Route anders als die blaue? Wahrscheinlich ist die gelbe länger. Die blaue ist die kürzere. Hä, was? Wieso ändert sich immer die scheiß Route? Fall mal darum. Mal wieder mal einen riesen Unfall verursacht. Oh Scheiße. Ein Blackout hat mir verursacht. Entschuldigung, tut mir leid, wollte ich nicht. Ach so, der fährt immer, deswegen. Scheiße. Fein ihn rein. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Gut, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger. Oh nee. Super. Wir hauen euch raus. Ach du Scheiße. Jetzt sind sogar noch Leute hinterher und schießen auf uns. Wie geil ist das denn? Ey, wir haben dieselbe Auto wie die. Wie geil ist das denn? Was für ein geiler Zufall. Fahr in den Reihen, los! Boah, Alter, die sind viel zu viele. Verpisst euch, ihr Mongos. Boah, ich glaube, es ist gar nicht dasselbe Auto, aber auf jeden Fall sieht es sehr ähnlich aus. Boah, Alter, wieso können die denn schießen? Was ist das für eine Scheiße? Und wir können nicht aus dem Auto schießen. Ich möchte den Skill auch können. Alter, die sind ja völlig verrückt. Die machen ja... Oh, sind die nervig. Voll die Scheißkarre, Mann. Ich glaube, wir brauchen ein neues Auto. Wie das Auto aussieht, wie geil. Oh, jetzt sind wir sogar noch falsch gefahren. Erstmal ein neues Auto nehmen.
Komm schon, fahr doch! Wir dürfen den Tipp nicht verlieren. Oh, diese Verfolgungsjagden sind echt schwer. Vor allem, wenn drei Autos auf einen drauf gehen, was willst du da machen? Und die ganze Zeit auf dein Auto schießen, dass es völlig am Arsch ist. Nehmen wir schon das zweite Auto. Knall in ihn rein. Verstärkung ist da. Boah, noch mehr Verstärkung. Okay, wir haben ihn ausgeschalten. Komm hin. Ach, der rennt da noch. Scheiße. So, jetzt haben wir ihn gekillt. Okay, entweder wir töten sie oder... Ja, okay, ich würde sagen, dann verpissen wir uns erstmal hier aus der Stadt und töten sie dann. Oh, weil das sind immer mehr... Wie viele Verbündete hat der denn eigentlich? So, bam, dagegen. Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh, ich habe Idee. Viel zu viele. Aber unser Auto ist gar nicht mal so schlecht. Boah, scheiße. Unser scheiß Handy ist wieder mal leer. Nein, das war eine dumme Idee. Okay, wir killen sie jetzt. Steigen die aus? Halt schon, was ein Zivilist ist und was nicht. Da hinten ist nur noch einer, oder? Wow! Passt auf, ich decke euch! Erledigt. Kein Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeugen zu reden. So, Mission beendet. Wir fangen aber jetzt gleich mal die Kampagne an. Die ist gerade sehr spannend. So, wo muss ich jetzt hin? Okay, wahrscheinlich muss ich erstmal ein Telefongespräch abwarten. Ah, Skillpunkte erhalten. Okay, ein Skillpunkt. Der bringt uns eigentlich jetzt gar nichts. Was ist das für eine Scheißkarre? Boah, gewundert, das Rad ist kaputt. Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen. So, gehen wir erstmal wieder hier hin. Machen wir uns mal einen Wegpunkt. Er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Ja. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy.
Sie werden das einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Okay. Das Handy ist ja unsere mächtigste Waffe. In dem heutigen Jahrhundert. Und es gibt immer noch diese hässlichen Mikroruckler. Weil das Spiel einfach so extrem instabil läuft. Bei uns ist Bürgermeister Rushmore für ein Exklusivgespräch. Mr. Rushmore, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Das Studio sieht anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Nun, es war ein langer Wahlkampf. In der Tat, das war ein. Ja, reden wir darüber. Ihre letzte Amtszeit vor der Wahl war turbulent. Gerüchte über eine außereheliche Affäre und der Stadtrat beschuldigte sie verschiedener Interessenskonflikte. Es ist beides nicht wahr. Bezüglich der Interessenskonflikte, ich wurde entlastet. Sie wurden entlastet, wollte ich gerade sagen. Viele Kritiker kämpften einen langen Kampf gegen sie. Und die Bevölkerungsumfragen standen klar gegen sie. Diese Umfragen sind wie ein riesiges Damoklesschwert, das manchmal quasi direkt auf meinen Kopf zieht. Aber die Umfragen haben sich schnell gebessert. Das war äußerst ermutigend. Die Wähler sind klug. Sie wissen, dass ich hier bin. Wir machen eine kurze Pause. Oh, scheiß Bürgermeister, ist so voller Spaß. In Schale geworfen. So. Akt 1. In Schale geworfen. Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Ja. Yeah. Okay. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Geile Musik. Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Boah, hässliche Kleidung. Never again. Smith! Jetzt heißt mir Smith. Wie geil. Umsehen. Ich hab's dir gesagt, Mann. Du wirst es erst finden, wenn es dir zwischen den Schulterblättern steckt. Ja, ja. Jetzt rein da. Okay. Hacken wir uns dann mal in die Kamera ein. So, gibt's hier noch mehr Kameras? Ja, hier vorne. Aber hier müsste es denn noch installierte Kameras geben. Nein, der läuft wieder in die falsche Richtung. Nein. Ja, komm schon, dreh dich um. So, hier, mit der Hilfe von dem kann ich eigentlich entriegeln, oder? Komm, lauf dahin. Nein, das machst du. Oh, was für ein Mongo. Ich möchte rausgehen. So, gehen wir wieder hoch zu dem. So. Das war endlich meine Standkamera, die läuft dich die ganze Zeit weg. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Ha! Lol. Okay, neuer Versuch. Wir sind... Okay, dürfen wir sie anscheinend auch nicht killen.